Neunter Teil, los geht's. In diesem Teil wollte ich einen Monitor dazu packen als Graph, und zwar von der eigenen Variablen. Im Grunde geht es mir um die Abbrecher, die Schlangenabbrecher, also die, die sich angestellt haben, aber nicht schnell genug dran gekommen sind. Die hatten wir ja hier oben definiert. Wenn die über 25 Minuten warten, dann gehen die halt auch wieder als Schlange. Und das wird ja zur Folge haben, dass die Schlange, die man draußen sieht, also die Requester, Mitarbeiter-Requester-Queue, kürzer wird. Die rutschen ja natürlich sofort nach. Dann sind die keine Requester mehr, dann sind die Claimer. Und dazu habe ich diesen Aufruf benutzt. Damit kann man eine eigene Variable auch beobachten und so darstellen. Sim-Monitor. Und den erzeuge ich mir ganz im Hauptprozess. Da, ich habe den mal Schlapp genannt. Ich bin immer sehr erfolgreich bei Variablennamen. Und das ist eben ein Monitor. Hat noch einen Namen, den sieht man hinterher über dem Graphen. Und hier Level gleich True heißt nur, das ist eine durchgezogene Linie. Wenn Level gleich False ist, dann sind es so einzelne Punkte, wenn sich was ändert. Okay. Und damit ich nicht immer nur die Schlangenabbrecher als Zahl habe, weil das wird ja immer mehr über die Zeit. Das schießt ja dann irgendwann durch die Decke, sondern ich wollte eigentlich eher so die Differenz von Schlangenabbrechern zwischen zwei ankommenden Kunden. Also ein Kunde kommt an, dann dauert das ja wieder eine Ankunftszeit, exponentiell verteilt. In der Zwischenzeit können aber schon wieder drei abgebrochen haben oder mal fünf. Und wir hatten ja beim letzten Mal auch beobachtet, dass die Warteschlange von außen so in Wellen gehen kann, dass mehr oder weniger werden, länger oder kürzer. Und das hat sicherlich damit zu tun, wie viele Leute so die Warteschlange verlassen, obwohl sie sich angestellt haben. Müsste im Grunde ja auch noch die bedient sind, müsste man ja auch noch, die gehen ja dann auch. Könnte man dann auch noch abziehen. Dann hat man sozusagen, jo, bevor der Kunde loszieht zum Imbiss, waren es so viel Schlangenabbrecher, als der Kunde sich dann angestellt hat. Danach waren es so viel Abbrecher, also der aktuelle Stand, und die Differenz davon, die möchte ich darstellen. Das mache ich hier. Schlangenabbrecher minus Schlangenabbrecher vorher. Schlangenabbrecher vorher, das ist jetzt nur hier in der Kundenquelle lokal. Und da merke ich mir einfach, bevor der Kunde erzeugt wird, wie viele Schlangenabbrecher hatten wir bis jetzt. Und da die Methode Prozess ja nicht verlassen wird, so dass immer wieder Schlangenabbrecher auf Null gesetzt wird, sondern es wird ja durch das Yield nur angehalten, können wir es einfach so machen. Sehr, sehr einfach, sehr elegant, finde ich. Und mit dem Tally, da füttert man dann diesen Monitor. Da schmeißt man seine Messwerte nach und nach rein und dann werden die halt als Graph dargestellt. Als Graph darstellen tue ich natürlich in DoAnimation. Habe ich da, glaube ich, so genannt? Ja, genau. Und zwar auch mit Animate Monitor, genau wie letzte Mal die Warteschlangenlänge. Diesmal unser Schlapp, unsere Schlangenabbrecher. Hier noch so ein bisschen Koordinaten hin und her geschubst. Und dann gucken wir mal, was wir sehen. Übrigens, wenn ihr hier unten so was Farbiges sieht, also die sich gar nicht erst anstellen, die Meldung kommt in gelb, die Schlange abbrechen, kommt in rot und die bedient worden sind, kommt in grün. Dazu habe ich das fabulöse Paket Rich, also Pip Install Rich, Rich wie reich. Tolles Ding kann man brauchen. Jetzt haben wir hier gesehen, ein paar rote, da gehen sie los. Und hier, das ist die Warteschlange längs auf Requesters, auf Mitarbeiter. Ich liebe Deutsch. Wenn da so ein Haufen Abbrecher sind, dann wird die Schlange kürzer. Das war jetzt im Grunde nur, ist trivial klar, das weiß ich auch. Aber um zu gucken, ist das denn, was wir programmiert haben, noch in Ordnung? Also ergibt das noch Sinn? Ich lasse das mal ein bisschen schneller laufen. Und zwar so schnell es geht. Da können wir sehen, jo,
gleich, wenn er wieder abstürzt, dann da ordentlich Leute, die gegangen sind. Also einfach abgebrochen haben. Das verkürzt die Schlange. Gucken, jetzt ist es wieder so 50-50. Also es können auf einmal... Oh, da ist richtig, hier sind richtig viele auf den Schlag abgehauen. Da sieht man dann auch bösen Absturz. Also, was heißt böse? Ist ja gut, Schlange wird kürzer. Also es kann so ein riesen Spike sein oder nicht ganz so hoch, aber dafür länger. Also tak, 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 gehen die Leute nacheinander. Ne? Und das verifiziert ja im Grunde, dass bis jetzt das Modell noch nicht vollständig verblödet ist. Ne? Ja. Spaß, aber das gehört ja dazu. Mal rumspielen. Wir machen jetzt die Schlangenlänge kleiner, also die Geduld. 10 Leute, dann hauen wir ab. Aber die Leute wollen auch nicht länger als 5 Minuten warten. Und wir haben einen Mitarbeiter, ja. Okay. Das ist jetzt eher nur fürs Auge mal was. Da lassen wir es wieder schneller laufen. Und go. Ja, natürlich wird die Schlange gar nicht so lang, bei 5 wird ja abgebrochen. Und man könnte jetzt, genau, hier sieht man wieder, zack, geht's runter. Also dieses Video war dazu gedacht, um zu zeigen, wie man eigene Messwerte auch so darstellen kann. Ja, das war's schon. Dankeschön. Tschüss.